Servus Jungs und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein Video über was bevorsteht in Global, über die ganzen Hype-News, was wir die letzten Tage besprochen haben, den neuen LR. Und am besten, wir fangen mal direkt an. Wir haben heute den Data Download bekommen um 9 Uhr circa. Ich habe es euch predicted, habe es euch gesagt. Der ganz normale Zeitplan von Dokkan ändert sich meistens nicht. Es gibt aber trotzdem Einzelfälle. Und in dem Fall können wir heute uns schön anschauen, was wir bekommen haben. Oder was wir bekommen werden. Und zwar erstens, wir kriegen morgen am 8.5. Mittwoch um 8:30 Uhr die Banner Story Event alles zusammen. Standard. Also ist normal, dass sie das so machen. Dass es heute Abend online käme, war sowieso nicht meine Theorie. Aber interessant, also interessant, dass wir es jetzt genauer wissen. Besser gesagt, schön, dass wir es jetzt genauer wissen. Ich fände es vielleicht cool, wäre der LR ein bisschen richtig, also mega krass. Sorry, dass ich vorweg ein bisschen Spoiler. Und dass wir ihn dann noch heute Abend bekommen hätten auf beiden Versionen. Jetzt ist aber einiges weggefallen. Einiges ist anders. Wir schauen uns das an. Falls es aber neue News in späterer Zukunft gibt, wird alles auf dem Discord gepostet und verbessert und wie auch immer. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten wollte ich noch sagen, es sind alles meine Meinungen in dem Video. Falls ihr andere Meinungen habt, dann postet sie in die Kommentare. Schreibt mir dazu, was ihr davon hält, was ihr gesehen habt, beziehungsweise spectated. Und ja, gebt mir Infos dazu. So, wir schauen uns als erstes mal mit den schwachen Units an. Mit den schwachen Units fangen wir an. Und zwar haben wir Goku Youth, die TOR-Version. Die wissen wir ja, kommt mit dem neuen Story-Event nach Global. Das heißt, das ist der zweite Step zum LR. Goku und Arale, das ist dieser normale Kid Goku, den hatten wir mittlerweile schon wieder vor 2 Monaten circa das Event und jetzt bekommen wir die Fortsetzung. Zu diesem Event werde ich noch ein Video machen, die Tage, und vielleicht heute noch und werde es dann morgen rausbringen oder heute Abend rausbringen, an was ihr denken müsst. Was witzig ist, LR Goku und Arale ist schon in der Datenbank. Release Time steht hier auch schon 8.5. Wird aber definitiv nicht so sein. Es wird nur der Tag sein, in dem sie hinzugefügt wird. Das bedeutet, dieses Event bekommen wir erst zum Vierjährigen. Denkt dran, wichtig. Dann, ja, das, was wir alle sehen wollen: ein Goten und ein Gohan. Wie mache ich denn das jetzt schöner hier ein bisschen? Moment, schauen uns die Charaktere so an. Ah, sieht irgendwie scheiße aus, ne? Dann müssen wir. Das? Nein. Ludel, das war's auch nicht. Wir haben einen Goten und einen Gohan. Ich finde, dieses Artwork sieht so geil aus. Ich liebe die Karte mit dem Artwork. Ich muss jetzt grob sagen, der Leader-Skill ist sehr, sehr gut. Ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Wir sehen schon Siblings-Band und Gokus Family-Kategorie. Aber ich werde jetzt nochmal genauer darauf eingehen bei dem LR. So, das ist eine SSR-Version, die könnt ihr dann zu TUR machen. Das wäre dann der Super Saiyan Gohan und Goten. Sieht heftig aus, cooles Artwork. Vor allem Gohan sieht da ziemlich sick aus. Dann schauen wir mal kurz die Medaillen, die wir bekommen müssen vom neuen Event 35 und 7 von den Family Kamehameha jeweils. War mir irgendwie klar, ich habe schon mal im Voraus die ganzen Barbershop-Items, also sobald sie im Barbershop waren, habe ich probiert sie zu holen, falls ich ihn ziehen sollte. Und das ist so eine kleine Vorsorge gewesen. Hier braucht ihr dann 35 Medals von dem neuen Family Kamehameha Story Event, was jetzt rauskommt. Ihr braucht dann insgesamt 70, um ihn auf LR zu machen und 21 in Medaillen aus dem Family Kamehameha Event. Ne? Übrigens, das Story Event kommt auch zeitgleich online, also macht euch da keine Sorgen, könnt ihr dann farmen. Wir schauen uns jetzt den LR an. Der LR, geiles Art. Eine Sache muss ich euch sagen vorweg. Wir sehen keinen Active Skill. Es wird aber ein Active Skill gegeben, das wissen wir vom Team Dokkaner. Und in dem Fall möchte ich euch sagen oder meine Behauptungen mit aufstellen. Ich denke, wir werden am 10. Mai werden wir den Active Skill hinzugepatcht bekommen zu dem LR. Zu Gokus Tag ist das, glaube ich, der 10. Nee, der 10. war Goten Tag, oder? Und der 9. war Goku Tag. Vielleicht bekommen wir ihn die Tage hinzugepatcht. Ich hoffe es. Deswegen wird wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass wir als erstes den LR bekommen. Um schlussendlich keinen Active Skill zu haben. Er ist vom Typus Super Tech. Ja, ne? Super Tech Units werden immer stärker. Sein Leader Skill ist Sibling Band, Kategorie Ki plus 4, Attack plus 170%, HP and Defense 150%. Sicker Leader Skill. Die Kategorie schauen wir uns gleich an. Die ist so, naja, aber abwarten.
oder Gokus Family Kategorie Ki plus 3, Attack plus 170%, HP and Defense 130%. Dadurch, dass er von zwei Kategorien ein Attack Leader von 170% ist, ist das Team echt stark. Es sieht sehr gut aus, das Team, was man sich damit bauen kann. Nur ein Problem habe ich, was ich auch jetzt gleich euch noch zeigen werde, aber dazu später mehr. Nee, wir gehen weiter in dem LR. Erstmal seine 12 Key ist Greatly Raises Attack für eine Runde und macht Colossal Damage to Enemy. Greatly Raises Attack sind 50% auf den SA10 Multiplier. Ich weiß nicht, wie es auf LR übertragen ausgesprochen wird, aber SA10 Multiplier, dann wahrscheinlich SA24 Multiplier. Jetzt kommt einfach auf den Greatly Raises Attack drauf, die 50% in der Damage-Rechnung. Und bei der 18 Key haben wir Greatly Raises Attack for one turn and causes a mega colossal damage to enemy. Das Greatly Raises Attack bei einem LR, das macht mich ein bisschen stutzig, weil das hört sich echt sehr stark an. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt, was der an Damage-Output macht. Wahrscheinlich werde ich den Damage-Output ausrechnen. Ohne Frage, das werde ich dann nachher in einem separaten Video machen. Oder ich werde generell mal das kurz anschauen und je nachdem, ob es sich lohnt oder nicht, werde ich dazu ein Video machen. Vielleicht kriege ich ja irgendwoher Footage von dem LR. Dann können wir uns das mal anschauen. So, dann haben wir sein Passive Skill. Super duper Miraculous Technique. Attack and Defense plus 58%. Nice, 58%. Wegen wahrscheinlich dem 8.5. Sense, ne? Ihr müsst bedenken, 58% auf den LR sind viel. Seine Stats sind ziemlich hoch. Wir können uns gleich auch nochmal seine Stats, also zum Schluss schauen wir nochmal seine Stats an. Er macht einen Additional Attack, welche eine Medium Chance hat. Das müssten 25% sein, eine Super Attack zu werden. Okay, einen garantierten Additional mit einer 25% Chance, eine Super Attack zu werden, ist sehr, sehr gut für einen LR. Wirklich, sehr gut. Dazu bekommt der Key plus 1 und Attack und Defense plus 10% mit jeder Attack, die er performt hat. Denkt dran, er macht seine erste Attack immer. Dann macht er eine zweite Additional Attack. Ihr müsst dran denken, das ist nur mit jeder Attack, die er performt hat, nicht mit jeder Super Attack. Das heißt, er wird jede Runde mindestens 20% bekommen, mindestens. Dazu kommt noch, wenn ihr einen Dupe drin habt, ja, das ist Tech, ist jetzt nicht das Geil. Also ist nicht das Optimalste für ihn. Aber wenn ihr einen Dupe drin habt mit Additional, euer Additional stackt sich dadurch, dass er einen garantierten Additional sowieso hat. Eure Chance, einen dritten Additional zu bekommen, ist somit viel höher. Denkt dran, nochmal, die Erkenntnis wissen wir schon wieder länger. Deswegen die Karte sehr, sehr stark, meiner Meinung nach. Vor allem das Ki plus 1 wird ihm aushelfen des Urzorns. Ihr werdet gleich sehen, warum. Attack und Defense gehen hoch bis zu 100%. Ich denke mal, das wären so grob geschätzt 2 bis 3 Mal, wo er in die Runde reinkommen muss. Wahrscheinlich 3 Mal, die er in die Runde reinkommen muss. Maximal so 3, 4. Ja, 4 Runden maximal, würde ich sagen. Und Disable Threat Patch, ja, ist nichts Besonderes. Jetzt kommen wir zum größten Problem. Meiner Meinung nach. Für seinen Attack Buff super gut. Für alles andere super scheiße. Link Skill. All in the Family, Super Saiyan, Golden Warrior, Kamehameha, Blazing Battle, Fierce Battle, Legendary Power. Während ich das alles durchgegangen bin, habt ihr schon bemerkt, wir kriegen nur Ki plus 1 von Golden Warrior. Er ist ein LR, braucht seine 18 Ki. Sie haben ihm ausgeholfen mit seiner Ki bis zu 5 hoch. Finde ich gut, das heißt, er wird ungefähr mit 11 oder 12 Ki starten, ohne Support-Einheit. Was ihn dann doch. Wie soll ich sagen, es macht ihn schon valuable. Denn es wäre schlimmer, würde er gar keine Key sich selber geben. Dann wär RIP mit dem LR. Dann wäre vorbei. Wir haben aber ein paar gute Supporter, die sich gut mit ihm linken. Das werden wir später noch dazu kommen. Ansonsten, Attack Links sind gut. Fierce Battle, Blazing Battle, 15%. Das hat sowieso dann die Unit als nächster Partner. Und Super Saiyan 10%. Für ein LR macht das super viel aus. Legendary Power kriegen wir wahrscheinlich nicht so getriggert von dem LR. Je nachdem, was wir halt im Team spielen. Dann schauen wir uns die zweite Karte an, die wir bekommen. Und die Karte, auf die freue ich mich besonders. Also mega, super, duper, hyper, irgendwas. Es wird nämlich ein Super Saiyan Gohan Teen. Er startet in der Baseform, was übertrieben sick aussieht, diese Pose. Also die sieht heftig aus. Haben sie richtig gutes Artworking. Wisst ihr, Legends und Dokkan unterscheiden sich zwar im Artwork, also
Dokkan hat meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen schlechteres Artwork, aber irgendwie hat das mehr Ausdruck. Es hat so richtig Gefühl, wenn ich dieses Bild anschaue, wie er da steht in seiner heftigen Pose. Hammer. Super Saiyan Gohan-Teen wird auf jeden Fall die SSR-Variante. Er wird einen Leader-Skill haben, Movie Heroes, Kategorie Ki plus 3, HP Attack and Defense 120%. Via Awaked ist genau gleich, er braucht wahrscheinlich 35 Medals von dem neuen Story-Event. Dann haben wir die Super Attack, macht Curse Supreme Damage und lowers Enemies Attack. Einmal frei, finde ich immer gut, wenn die Units lowers Enemies Attack haben. Auf der Super, sehr schön, so wie der Int Gogeta. Und jetzt sein Passive Skill, Movie Heroes, Kategorie Ally Ki plus 2. End Attack in Defense 40%. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. Wir haben endlich einen Movie Hero Support. Und sogar mit 40%. Ihr wisst gar nicht, wie Blue Gogeta, LR Gogeta reinhauen wird. Ich weiß auch, welche Unit ich wahrscheinlich rausmachen werde aus meinem Team. Ja, es wird wahrscheinlich Super Saiyan 3 Gotenks. Ist so ein bisschen eine Class Cannon in dem Movie Heroes Team. Deswegen mal schauen. Sein Linksets: All in the Family, Super Saiyan, The Saiyan Lineage, Golden Warrior, Cold Judgment, Blazing Battle, Fierce Battle. Hier haben wir unsere erste brutal gute Unit für den LR. Denn wir haben hier in der Passive nochmal Ki plus 2 als Support Passive. Und die zwei könnt ihr auf jeden Fall in einer Rotation spielen. Er bekommt auch dadurch noch einen starken Buff. Er wird nämlich auch in der Movie Heroes Kategorie drinne sein, der neue LR. Er wird in Movie Heroes drinne sein. Was wird da noch drin sein in dem neuen Siblings Bond? Goku's Family, Joint Forces wird da drin sein. Wahrscheinlich, eventuell Full Power. Ich könnte mir vorstellen, dass er in Full Power drin ist. Aber dazu mal, schauen wir uns dann später mal mehr an. Ne? Jetzt kommen wir zu Sibling Bonds, die Kategorie. Siblings Bond ist eine coole Kategorie. Vor allem der Leader, dass er ein Dual-Kategorie-Leader ist, bringt ihm sogar nochmal mehr. Das heißt, ihr könnt von der anderen Kategorie, die auch 170% Attack-Buff hat, einige der Units mitnehmen, die ihr braucht. Das ist so ein bisschen Erweiterung, die Kategorie, der Leader-Skill. Und zwar habt ihr hier drinne die ganzen Vegetas, habt ihr auf jeden Fall drinne. Ihr habt Beerus drinne. Ihr habt Gohan auf jeden Fall drinne. Ihr habt Tabel drinne. Androids. MVP 17 habt ihr sogar drinne. Ihr habt Bulla drinne und hier noch ein paar mehr Vegeta, Ella Beerus und Whis ist sogar vorhanden. Ich könnte mir ein cooles Team vorstellen damit. Ihr könnt Ella Beerus und Tech Beerus in der Rotation haben und könntet dann vielleicht Goten, also Goten Family Kamehameha normal haben als Orb Changer. Dann habt ihr als andere Rotation den Family Kamehameha und den Super Saiyan Gohan als eine Rotation. Und dann müsste das mit dem ganzen Ki und so auch kein Problem sein. Vor allem, wenn ihr Goten als Orb Changer drin habt. Das wäre so meine erste Priorität, was ich ausprobieren würde am Team. MVP 17 würde auch funktionieren, ist ja so eine Art Halbsupporter. Deswegen den vielleicht als Off-Rotation-Charakter. Ja, könnte ich mir gut vorstellen. Also dann habt ihr schlussendlich ein Team aus Ella Beerus, Tech Beerus, Ella Family Kamehameha, also den Super Saiyan Gohan Support und dann MVP 17 noch. Ich denke, das wird ein sickes Team werden. Ihr könnt aber auch genauso gut Gokus Family Team mit einbauen. Sagt ihr, okay, ich hätte aber gern den Full Power Goku dabei. Oder ich hätte gern LR Super Saiyan 4 Goku dabei. Könnt ihr auch mitnehmen. Alles kein Problem. Ihr könnt super starke Rotations insgesamt bauen mit dem Team, was ich cool finde. Ihr müsst nur schauen, dass ihr auf die Key kommt anhand des Teams, weil der LR hat doch ein bisschen Key-Defizit-Probleme. Und vor allem, wenn ihr ihn Off-Rotation stellt, sind die noch schlimmer, um einiges schlimmer. Wir haben auch nochmal Gokus Family Team, um noch anzuschauen. Zum Beispiel Ella Gohan ist hier dabei. Interessant. Ich finde es schade, dass kein Prepared for Battle bei der neuen Unit existiert, denn Prepared for Battle wäre ein wichtiger Linkskill gewesen, was diese Unit um ein tausendfaches an Wert gesteigert hätte. Jetzt kommen wir weiter. Wir sind fast durch. Ist gefühlt schon ein bisschen langes Video. Wir schauen uns hier nochmal Goten an, und zwar seine Linkskill. Passen auch relativ gut auf den LR, vor allem durch sein Orb-Changing, was noch dazu kommt. Das Gute ist, er ist keine physische Unit der LR, deswegen haben wir hier mit einem Vorteil mit der Karte. Ein guter Linking-Partner. Wenn ihr sie habt, dann benutzt sie vielleicht in dem Team. Jetzt aber zu den Events. Was bekommen wir? Wir bekommen wieder Daily Stones. Ich weiß nicht, ob das einzeln gehandelt wird. Ich glaube schon, dass wir 50 Stamina verbrauchen müssen für ein Stone. Und am 11. bekommen wir das auch nochmal. Dann haben wir das Broly Event wird zurückkommen, wie wir hier sehen. Das brauchen wir, um die Family Kamehameha Medals
zu erhaschen. Family kann einmal Easy A wird zurückkommen, wie wir hier sehen. Perform Extreme Sea Awakening mit Super Saiyan Gohan Teen. Das wird das sein. Wir werden, wie es aussieht, kein neues bekommen. Ich habe schon 50.000 Mal hier durchgeklickt. Super Saiyan Goku, dieses Super Warrior of Destruction ist das Easy A von STR Broly. Das wird zurückkommen. Und damit war es mit den Easy A's. Also nichts Neues dazu in Global jetzt gesehen. JP wissen wir noch nicht. Da wird wahrscheinlich ein neues Easy A kommen. Dann haben wir das Story Event von Sleeping Princess, dem TUR von dem LR Goku Narale. Und jetzt, was viele vielleicht freuen wird, wir kriegen auf Global das Broly Movie Story Event. Jawohl, Mann. Wenn ihr ein paar Vegetas rumliegen habt, von denen ihr gerne die SA hochhaben wollt, oder habt ihr noch Gokus rumliegen, dann farmt sie euch. Es ist eine Riesenchance. Ich könnte mir vorstellen, dass danach die Events in die Key Events mit reinkommen, also in die Key Section von Events. Farmt trotzdem schon mal viel voraus, farmt euch viele Units. Vor allem denkt dran, der physisch Final Form Freezer. Mit dem könnt ihr die SA von dem STR Final Form Freezer leveln. Also farmt ihn euch, wenn ihr STR Final Form Freezer habt und levelt damit seine SA. Wir kriegen das alte Story-Event von dem Kid Goku, der zu LR Goku Narale wird. Also, falls jemand das Event noch nicht gemacht hat, kann er es hier dann tun. Sind auch wieder 22 Stones circa, was ziemlich viel sind. Und dann bekommen wir hier so ein paar normale Family Kamehameha Events, Missions, also so wie wir sie immer bekommen. Consume at least 1500 Stamina, complete all Missions. Es sind jetzt nicht so viele Stones, wie ich hier sehe. Es sind insgesamt nur 5. Fünf, sieben? 7 Stones, Lul? Okay, Missions sind nur 7 Stones. Denkt dran. Ansonsten ist das Story-Event an sich, gibt 22 Stones, auch das neue Story-Event mit der TOR-Version. Wir haben hier nochmal ein kleines Zwischenwort, bevor ich das beende. Ich habe gerade nochmal kurz neue Informationen reinbekommen. Und zwar, der Active Skill ist jetzt bekannt. Das heißt, wir bekommen ihn doch schon jetzt dazu. Und zwar sieht er wie folgt aus. Active Skill Family Kamehameha. Can be activated when HP is 59% oder weniger and facing only one enemy starting from the third turn from start of battle once only. Ist gut in Dokkan-Events, kann ich schon mal sagen. Super Battle Road wird es nicht das Beste sein, denn da werdet ihr mehr als einen Gegner entgegentreten und er wird dann massively raise attack temporarily and causes ultimate damage to enemy. Okay, wird wahrscheinlich viel Schaden machen. Massively Raised Attack ist auch ziemlich stark. Ja, die Bedingung ist so, naja, vor allem gut für die Dokkan-Events. Hier sehen wir auch nochmal die Kategorie Hybrid Saints. Sehr schön. So viel zu der neuen Unit. Wir sind fertig für dieses Video. Es gibt jetzt gleich noch ein JP-Video. Ich habe nämlich noch was anderes gesehen. In dem Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut ihr rein, Jungs. Macht's gut. Ciao, ciao.